So, und dann gucken wir doch mal. Wir müssten jetzt eigentlich, so ziemlich müssten wir live sein auf Facebook. Hallo, herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich, dass ich einen Gast habe, nämlich Karin Link. Karin Link. Hallo, Karin. Hallo, Claudia. Das mit dem Sprechen fällt schon mal schwer. Die Technik hatte heute Abend auch schon ein Problem, aber den Rest ignorieren wir jetzt einfach mal. Karin Link, du bist Pferdesporttherapeutin und du bist diejenige mit Janni Well, die unsere Serie Das Auge schulen im Heft betreut. Gell? Richtig, genau. Und das macht auch immer mega Spaß, gerade da auch Jan Nivell mit im Team ist und auch immer vor allem spannend, was er sagt und wie wir das übereinander kriegen. Also ich finde es, auch ich selber persönlich finde es sehr cool. Und heute Abend haben wir wieder ein Pferd rausgesucht. Im Grunde genommen haben wir zwei Pferde rausgesucht. Wir haben einmal ein Pferd rausgesucht, was wir schon im Heft besprochen haben und was wir auch haben. Du hast ein Praxisbeispiel dazu beigesteuert, was wir am Ende uns ja nochmal angucken werden, was ich auch ganz spannend finde, wo es eine ganz erstaunliche Veränderung gibt mit eigentlich einfachen Handgriffen und die du uns dann nachher auch zeigen wirst. Gell? Richtig, ja. Dann fangen wir doch jetzt mal mit Tiffany an. Tiffany ist eine ganz hübsche, sehr hübsch gepflegte Stute, sehr gehegte und gepflegte Stute. Karin, was ist dir an diesem Pferd aufgefallen? Und dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass die rote Kreise nicht immer nur negative Sachen markieren, sondern quasi auch Kontexte, Zusammenhänge markieren. Genau. Also ein bisschen zu Tiffany zur Geschichte. Also Alter ist nicht bekannt, aber das ist auch nicht relevant, weil man sieht, dass sie sehr sportlich aussieht. Sie ist also in den besten Jahren. Tiffany ist ein deutsches Reitpony und wie viele Ponys eigentlich haben, die haben unheimlich viel Willen und Geist. Und Tiffany soll heute stellvertretend dafür sein, einfach diesen sportlichen Aspekt zu beleuchten. Weil oft müssen wir ja eigentlich die Pferde managen. Also ich kenne keinen, mich persönlich mit eingeschlossen, der nicht irgendwo hier ein Zwicken oder ein Zwacken hat, unabhängig, sage ich jetzt mal, vom Alter. Sondern wir müssen einfach gucken, wie kriegen wir das gemanagt, dass wir das optimal einfach auch machen können und wollen und die Pferde wollen auch. Und Tiffany ist so ein Vertreter dafür, die auch sehr leistungsbereit ist, was ihre Besitzerin eben auch schreibt. Sie ist im Bereich von Dressur L, Vielseitigkeit und Springen und hat auch einen sehr, sehr ausgewogenen Wochenplan. Das heißt, eben durchgebaut mit Dressurarbeit, mit Vielseitigkeit, Ausritten, aber auch Longe zum Entspannen und trotzdem bewegen, einfach so für die Seele baumeln lassen und eben auch einen freien Tag. Also ein sehr schönes Programm. Man sieht auch bei Tiffany im Auge, dass sie eigentlich sehr aufgeweckt ist und an ihrer Umwelt interessiert. Also das sieht überhaupt nicht gestresst aus, sondern wirklich sehr, sehr wach. So, deswegen habe ich eben Tiffany jetzt heute genommen, um eben auch diesen sportlichen Aspekt herauszuheben. Und das Pferd, was ich nachher bringe, ist eben per Zufall letztes Jahr mit reingekommen, was man eben, wie du schon gesagt hast, mit einfachen Griffen Pferden helfen kann. Hier möchte ich hervorheben, eben diesen Aspekt der Vielseitigkeit. Diese Pferde brauchen natürlich noch mehr Atem als die anderen Pferde. Gut, springen geht sehr schnell in der Herzfrequenz nach oben, wenn die im Parcours sind. Die Dressurpferde sind natürlich eher im unteren Bereich, die müssen aber eher Kraft haben. Und Vielseitigkeit ist für mich einfach so ein Standard, die müssen atmen können. Und das zeigt uns halt Tiffany. Da könnte sie eben noch profitieren, wenn sie da Hilfe kriegt. Also. Karin, jetzt erzähl uns doch bitte erstmal, du hast hier grün im Bereich des Widerrists eine Linie markiert. Was stellt die dar? Genau. Also die grüne Linie, ich gucke ja immer von der Mitte aus. Die grüne Linie zeigt mir, wie ist die Widerrist-Rückenlinie, wie verhält sich das zum Körper? Kommt sie über den Rücken durch? Ist sie geschlossen? Ist der Körper in sich ökonomisch funktionsfähig? Und das sagt mir eigentlich ganz, ganz klar, der Widerrist. So, diese Linie ist eben auch grün, das ist der Anhaltspunkt. Und von da aus gehe ich auf die Seiten, nach vorne, in den Schulter-Halsbereich und eben auch nach hinten. Da möchte ich aber auch die Bauchlinie und eben die Hinterhand herausstellen, was ich mit den roten Kreisen gekennzeichnet habe. Und dann lass uns mal zur Vorhand gehen. Was meinst du mit den beiden roten Kreisen im Bereich der Vorhand? Ja,
Also der kleinere Kreis an der Schulter zeigt, dass über diese Widerrichtlinie die Schulter nach vorne rausgedrückt wird und hier ein Defizit eben auch von diesem sogenannten Muskel deltoideus darstellt. Also es ist sehr knochig an dem oberen Teil. Und dann dürfte da einfach mehr Muskulatur sein und die Schulter unten etwas ausgefüllter. Parallel dazu muss sie das ja irgendwo abfangen und das ist der Unterhals, das ist dieser längliche Kreis, der einfach mehr Muskulatur aufzeigt, als sie haben sollte. Also das Verhältnis von Oberlinie, also vom oberen Teil des Halses zum unteren, ist nicht ganz gegeben, beziehungsweise das ist einfach ganz krass, also krass unter Anführungszeichen, was sie zu viel am Hals hat, könnte sie quasi im Schulterbereich haben, dann wäre sie ausgeglichen. Ich wollte gerade sagen, wir nölen hier jetzt nicht auf einem hohen Niveau, aber doch schon auf einem gehobenen Niveau. Ja? Also wir haben ja nicht den mega ausgeprägten Unterhals, der die absolute Katastrophe ist. Den haben wir nicht, um das mal ganz klar zu sagen. Aber jemand wie du als Fachfrau sieht muskulär, das ist ein bisschen zu viel, das könnte was weniger sein, dann wäre es ausgeglichener. Genau. Und wir reden ja hier auch von Vielseitigkeit. Und da müssen die Pferde einfach optimal ihren Körper benutzen können, weil das sind ja schon Leistungen, da ziehe ich echt einen Hut. Und bei ihr ist es jetzt so, die Linien sind noch also sehr flüssig, sei es jetzt am Unterhals oder auch an der Schulter. Das heißt, das ist jetzt noch nicht im negativen Bereich, weil sonst sind die deutlich definiert und man kann ganz, ganz viel, viel stärkere Schattierungen dann auch sehen. Und das ist bei ihr eben nicht der Fall. Denn lass uns noch mal einen Blick auf die Hinterhand werfen. Ja, also da haben wir eigentlich so ein ähnliches Prinzip. Die Hinterhand ist etwas herausgestellt. Die Hinterbeine sind zwar gerade, aber sie ist lang im Rücken. Was man da sehen kann, ist dieser längliche Kreis vorne an der Flanke. Damit möchte ich eigentlich zeichnen, der Quadrizeps bzw. der oben liegende Muskel, dieser sogenannte Tensor Fasciae Latae, der eigentlich sehr viel nach hinten wegschiebt und nach vorne. Da ist ein Hohlraum, der besser ausgefüllt sein könnte. Das heißt, sie schiebt nicht so wirklich durch, dass sie die Lende anhebt und unter den Körper kommt, sondern da könnte sie einfach mehr, sage ich mal, Schubkraft entwickeln. Also das ist ein Anzeichen dafür, weil die Schubmuskeln, das ist der andere rote Kreis, der auf der Gruppe, den ich da eingezeichnet habe, da könnte sie eben auch etwas runder sein. Das heißt, wenn sie Schub und Tragkraft, wie man es so schön sagt, wenn das vereint wäre und sie den Rücken anheben, besser anheben würde, besser, Betonung, dann wäre auch dieser Bereich runder im Bild. Sollen wir denn mal zum nächsten Bild gehen? Ja. Da hast du jetzt ganz viele Kreuze in verschiedenen Farben und Pfeile gemacht. Erklär uns das. Ja, also hier kommen wir so quasi ins Eingemachte. Das heißt, diese roten Kreise von vorher, die sind quasi ein Indiz dafür. Das heißt aber nicht, dass wir an diesen Muskeln selber viel arbeiten müssen, sondern wir müssen sie anheben. Und das sind jetzt, wenn ich jetzt mal unten an der Brust den grünen Kreis nehme, diese Muskulatur möchte ich aktivieren, damit dieser ganze Brustkorb sich anhebt. Und das sind diese roten Pfeile. Und zwar bis vorne hinein in die Vorhand, also auch der vordere rote Pfeil. Da möchte ich hinziehen, dass dieses gesamte Schultergürtel, der gesamte Brustbereich sich anhebt. Was ich weiters eingezeichnet habe, sind diese roten Kreise, wenn die Muskulatur Brust, Muskulatur und Schultergürtelmuskulatur nicht wirklich effektiv arbeitet, fallen die Pferde zusammen wie so ein Klappmesser. Das sind eben diese roten Pfeile. Umso steiler wird der Winkel, umso schwächer die Muskulatur wird. Kollegen sprechen auch von Trageerschöpfung. Also es ist eigentlich alles ähnlich, richtig. Und ich versuche das halt auf diese Art und Weise einfach plausibel zu machen, dass ich das auch rüber transportiert bekomme, um es zu verstehen. Diese grünen Pfeile, einmal der, genau, der hier ist eigentlich, wo ich arbeite, das heißt mit den roten Pfeilen unten in Verbindung,
ist meine Idee, das da aufzumachen, dass eben dieser Winkel sich wieder verflacht. Und dann wird sich das in der Widerrichtlinie zeigen, das sind dann diese großen grünen Pfeile, diese. Da wird sich das dann zeigen, dass sich auch dieser Winkel nach oben verändert und flach wird. So, ansonsten gibt es eigentlich auch bei dem Pferd nichts zu beanstanden. Sie ist sehr weich in der Muskulatur, also es sind keine Defizite jetzt an Schattierungen zu sehen. Unterhals ist auch etwas stärker ausgeprägt aufgrund dieser Sachlage, aber sie hat weder die Vorderbeine zu weit nach hinten geschoben oder auch die Hinterbeine irgendwie komisch hingestellt. Also das ist alles echt prima, passt. Also sprich, beste Voraussetzung, um da weiter zu trainieren, um das ordentlich auszuarbeiten. Genau, und dass dann auch das Pferd so weit wie möglich gesund bleiben kann, weil es sind ja auch andere Aspekte, also Bodenverhältnisse, aber so hat sie die besten Chancen, so wie sie aussieht, wirklich auch gesund zu bleiben und mit Spaß den Sport auch zu machen. Gehen wir nochmal weiter. Ich hoffe, ihr seht die Bilder groß genug. Karin, was meinst du? Siehst du es groß genug? Bisschen klein. Bisschen klein? Ja, besser? Ja, so ist besser, sehr gut. Gut. Also hier sieht man auch diesen, den Unterschied, wenn wir jetzt das Aufstellbild von hinten nehmen. Die Linie und die Wirbelsäule ist in sich sehr gerade. Das bin ich eigentlich ganz entzückt. Oft ist doch so, dass die Pferde auf eine Seite fallen und in sich die Koordination von links und rechts variieren, wie wir auch. Also ich möchte den Mensch oder das Pferd erleben, das 100% synchron links und rechts ist und koordiniert dann auch. Hier sieht man eben, die linke Schulter ist etwas eingezogen und die rechte ist etwas breiter, wenn man das jetzt mit dem Vergleich von der grünen Linie nimmt. Also da sind leichte Defizite von links und rechts zu sehen. Jo. Wie beurteilst du bei dem Aufstellbild von vorn die Hufsituation? Ja, da bin ich nicht so stark drauf eingegangen, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber Jan hat das super gut aufgefangen. Und zwar sollte auch der Hufschmied da vielleicht gucken, dass er das Pferd da besser anpasst und auch die Aufzüge sind unterschiedlich, also dass da auch von unten das Gleichmaß an den Hufen selber unterstützt wird. Weil wir müssen von oben arbeiten und eigentlich auch von unten. Aber ich denke mal, dieses Groß-Klein-Verhältnis hat sich auch dadurch etwas entwickelt, weil im Vergleich zum Aufstellbild von hinten sieht man eben diese unterschiedliche Schulter und damit ist auch die Belastung auf die Beine unterschiedlich. Und dementsprechend formt sich auch der Huf in seiner Größe. Ansonsten sind sie klar, also auch wirklich schön im Lot, links und rechts, dass es auch wirklich geradeaus fußen kann, dass der Huf das Gewicht aufnehmen kann und das ist ganz, ganz wichtig. Also die Größe ist dann nicht ganz so dramatisch, weil die Gelenke über den Hufen eben rollen können. Aber wäre ein Augenmerk wirklich nicht das, um das Management einfach so gut wie möglich zu erhalten, wirklich da auch darauf zu achten, dass der schwarze Fuß, also der rechte, sich dem linken anpasst. So, dann habe ich die roten Kreise eingezeichnet auf dem Aufstellbild von vorne. Und da sieht man halt auch, dass da Defizite da sind. Also sprich, der Unterhals ist sehr stark ausgeprägt, also etwas mehr. Aber diese Brustmuskulatur vorne, die könnte etwas fülliger sein. Ja. Da ist es etwas nach innen gezogen, ist nicht weiter schlimm. Jedoch in Anbetracht der Atmung und in Anbetracht des Sportes von der Vielseitigkeit ist sie dadurch etwas eingeschränkt, dass sie einfach weniger Luft kriegt, als sie kriegen könnte. Danke erstmal für deine Einschätzung zu Tiffany. Und jetzt kommen wir zu einem deiner Kundenpferde, was ich auch eine ganz spannende Geschichte fand. Die hast du, ich glaube, 2017 oder 2018 ist sie zu dir gekommen.
Die kam im November 2017, also wir sprechen hier von einem Unterschied nachher von 1,5 Jahren. Und wie gesagt, das war November 2017. Ist ein Freizeitpferd, die mir zur Behandlung vorgestellt wurde und eigentlich immer lahm war. Sie kamen Ruhe, dann war die Lahmheit weg. Sobald sie antrainiert wurde, war sie wieder lahm. Und diese Stute ist 12-jährig. Und sie kamen einfach aus diesem Kreislauf nicht raus. Und ich fand natürlich mega spannend, weil sie natürlich auch aufgrund ihres Exterieurs, sage ich, da kann ich sicher helfen. Ist sind quasi etwas ähnlich gelagert wie das Vielseitigkeitspferd, nur dramatischer. Also da haben wir tatsächlich Probleme. Der Widerrist ist abgesunken. Die Schulterpartie steht sehr viel hervor. Also hier können wir tatsächlich genau... In dem Kreis, den Claudia gerade anzeigt, ist eben auch, da hat die Stute schon angefangen zu stützen. Also diese Schattierung in dem Schulterbereich, wenn du etwas weiter zurück bist mit dem Corsa, da, deswegen hatte ich eigentlich dieses Bild aufgenommen, zum Glück, weil sie da unheimlich gestützt hat, um sich auf den Beinen zu halten und nicht über ihre eigene Körperbalance sich abzufedern, sondern tatsächlich über die Beine. Also dieser Stute fiel es extrem schwer, den Brustkorb auch anzuheben. Und erst über die Therapie, über das ganze Lösen, hat sie dann auch das Vertrauen gekriegt, den Brustkorb anzuheben. Da erzählen wir ja gleich noch ein bisschen mehr zu. Du hast in der Vorgeschichte geschrieben, die ich dir alle rausgelöscht habe, weil ich gesagt habe, das musst du erzählen. Steht in Ungarn, die Besitzerin hat halt keinen Trainer, keine Unterrichtsmöglichkeit und auch keine Möglichkeit zur generellen Betreuung. Ihr erreicht euch auch nicht ganz so einfach, das ist alles ein bisschen komplizierter, aber jetzt lass uns mal gucken, was war denn das nächste Bild? Hier sieht man die Brust nochmal von vorne und nachdem du uns dieses Brustbild nochmal geschildert hast aus 2017, musst du uns sagen, du hast der Besitzerin Hausaufgaben gegeben, die minutiös erfüllt wurden. Richtig. Also war ich ganz baff, weil hier kam wirklich Sinn, also da ist das Brustbein sogar teilweise angeschwollen, weil unheimlich viel dran hängt. Also der ganze Brustkorb ist eben abgesunken, wie man auf dem ersten Bild ja sehen konnte. Und da ist einfach ganz, ganz, ganz wenig Muskulatur. Also das Extrembeispiel, um es einfach sichtbar zu machen, was passiert und wie sich das auch verändern kann. Und mit dieser Dame, weil wir uns eben so schlecht erreichen, habe ich gedacht, ja gut, die ist weg, sie konnte mir das Pferd nicht mehr vorstellen, dass wir den Nachfolgetermin 3 Monate später wirklich wahrnehmen können. Und ja, habe die natürlich aus den Augen verloren, habe ihr aber die Hausaufgaben gegeben und sie hat das wirklich super diszipliniert durchgeführt. Ich habe sie nämlich gefragt, was sie denn tatsächlich gemacht hätte. Also wirklich diese 4 bis 5 Mal pro Woche diese Hausaufgaben durchzuführen für 20, 30 Minuten. Und sie hat eben keinen Trainer, sie hat keine Möglichkeiten. Ich habe sie auch rausgenommen, dass sie wirklich auf dem Platz reitet, weil der sehr tief ist. Sie ging also nur noch geradeaus reiten. Gymnastizieren ist auch relativ flach gefallen, also sprich nur über das erstmal geradeaus und eben dieses Hausaufgaben machen, massieren und mobilisieren. Haben wir da Resultate gekriegt, also das hätte ich nach jetzt auch 20 Jahren Praxis nie für möglich gehalten. So, dann verrat uns doch jetzt aber mal bitte, was war die genaue Hausaufgabe, was sie machen musste. Sie sollte massieren im Trapezmuskelbereich? Genau, dadurch, dass er so eingesunken war, mussten wir und sie auch dort Schmerzen hatte, musste sie im Trapezbereich, richtig, erstmal hier vor allem hinter der Schulter, da wo der Korsett steckt, da sollte sie anfangen und dann Richtung Widerrist massieren. In diesem Querbereich einfach vor und zurück. Moment mal, ich muss dich einmal kurz. So, genau, da Richtung Widerrist hoch und immer vor und zurück. Das waren ungefähr so 5 Minuten pro Seite und pro Tag. Dann einmal längs und wieder zurück. Wichtig in diesem Aspekt ist vor allem auch dann die Gurtlage. So, da, genau, sehr gut. Da ist der Ellenbogen und da gehe ich mit der Handfläche, also ich drehe die Hand, nicht die Finger, weil das ist ein sehr, sehr empfindlicher Bereich, über die Handfläche, also ich gehe dran,
Aber über die Handfläche, da ist mein Druck, fahre ich hoch und runter, bis das Pferd richtig. Genau das ist genau der Bereich. Also ich muss nicht tiefer und auch nicht wirklich höher. Aber diesen Bereich konsequent massieren, auch mit Druck, so dass das Pferd anfängt, das Gewicht auf das äußere Bein zu nehmen, weil dann beginnen sie abzuschnauben. Über einen langsamen, stetigen Druck eben diesen Bereich zu entspannen, weil auch dort sind nämlich nicht nur der Muskel, den man sehen kann, sondern vor allem auch Nervenaustrittspunkte, die wiederum unter die Schulter laufen, in den Hals und aber auch in den Rücken hinein. Und damit kann ich indirekt das ganze System entspannen, sodass sie dann zum Durchatmen kommt. Anfangs dauert es natürlich länger, das heißt, sie hat sicher eine Stunde die ersten ein, zwei Wochen massiert, weil es einfach aufgrund der Situation mit dieser Stute dauert, bis sie einfach loslassen kann und zum Durchatmen kommt und natürlich auch noch nicht die Übung dazu hat, wie ich sie ja nach ein paar Jährchen habe. Also Übung macht den Meister, kann ich ein Lied davon singen, aber es macht so Spaß, wenn gerade solche Pferde, die ja auch eigentlich, die sieht ja auch sehr dünn aus, sie ist leer, wenn diese Pferde erst einmal anfangen, durchzuatmen, zu entspannen. Das waren die zwei Hausaufgaben. Erstmal, was die Vorbereitung angeht, zu massieren. Und dann musste sie am Brustbein, beziehungsweise richtig, wenn du jetzt noch ein bisschen mit dem Korso zurückgehst, zurück, 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 weiter, weiter, bis ungefähr, ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Hier nehme ich auch den Kontakt auf. So, da suche ich mir die Mittellinie. Die ist ja dann meistens durch eine Hautfalte unterhalb gekennzeichnet. Ich gehe auf die Außenseite, auf die rechte Seite. Also ich stehe links, gehe neben diese Linie und dann erstmal Hallo sagen und dann verstärke ich den Druck oder beginne Druck aufzubauen und gehe dann langsam nach vorne, bis ich in die Vorderbeine hineinkomme und bleibe aber auf der Muskulatur, nicht auf dem Knochen. Das empfinden die Pferde, habe ich über die Jahre festgestellt, als viel, viel angenehmer. Und dann wehren sich auch die Pferde nicht, dass sie dann, dass man einfach diese Hausaufgaben auch abbricht, sondern es kommt ein Wohlgefühl beim Pferd und die Hausaufgaben bleiben schlichtweg dann auch erfolgreicher. Das mache ich auf der linken Seite und aber genauso auf der rechten Seite. Das heißt, du machst im Grunde genommen von unten so ein bisschen Druck, hebst das alles an. Oder wie Genau. musst du dir das vorstellen? Über die Hand stelle ich dann die Finger auf, damit es etwas mehr quasi spitze wird und möchte dann, dass sich dieser ganze Brustkorb anhebt, also dass sie die Brustmuskulatur anspannt und dann nach oben das Ganze anzieht. Dafür brauche ich oft auch eben 10 Minuten, das heißt, ich halte das auch für einen Moment. Ich gehe nicht weg mit der Hand, also ich spiele da mit dem Druck. Lass weg, halte nur Kontakt, damit sie wieder durchatmen, dass sie wissen, es passiert nichts, sie können mir vertrauen. Bau dann wieder Druck auf, zieh dann wieder nach vorne durch, halte zwischen den Vorderbeinen den Druck, bis man, oh, ich kann das, und gehe dann wieder zurück in die Ausgangsposition, lass dann komplett den Druck los. Bleib auch mit der Hand dran und beginn dann mit Neuem. Das sind ungefähr so 10 Sekunden, wo ich das mindestens halte, so ungefähr im Schnitt. Wichtig ist allerdings, dass die Pferde den Kopf absenken, um dann eben sich aus der Schulter-Halsbereich eben abzustrecken. Was uns jetzt dazu führt, nachdem also die Besitzerin hat diese Hausaufgaben sehr konsequent gemacht, das ist jetzt noch das alte Bild. Und jetzt, ich gehe diese beiden Bilder nur mal ganz kurz durch, weil gleich gibt es die Bilder mit deinen Markierungen. Das hier ist 2 Jahre später, also der Widerrist schon deutlich mehr angehoben. Und auch hier sehen wir den Brustbereich deutlich ausgeglichener als vorher. Und hier hast du das nochmal schön mit Vorher-Nachher-Bildern skizziert. Ja, Claudia, geh noch einmal kurz zurück Ja, zu welchem Bild? zu beiden.
Einmal? Na, genau. So, weil was ich nämlich vergessen habe, ist nämlich Folgendes, auch im Erwachsenenalter, diese Stute ist 12. Das heißt, diese Oberlinie, dieses Abflachen des Widerrists, kann auch im älteren Stadium, also nicht mit 3, 4 oder 5, sondern eben auch mit 12 und 13 passieren. Schon? So früh? So spät? Kann Mit das so 12? früh passieren? 12, 13 ist ja jetzt noch nicht so alt. Ja, aber eigentlich, ich bin immer davon ausgegangen, dass, okay, das hat sich manifestiert und der Rücken sieht nach, wenn das so 5, 6 ist, sieht das so aus, ein bisschen mehr oder weniger. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass auch wirklich solche massiven Unterschiede nach 12, 13 Jahren noch möglich sind. Ah, okay, ja. So, und bei dem nächsten Bild, da sehen wir nämlich eben dieses diese ausgefüllte Brust. Und dazu muss ich eben auch anmerken, sie hat tatsächlich also nicht den Stall gewechselt. Das ist ein sehr großer Stall, deswegen ich gucke da auch nicht, wo die Pferde stehen. Also sie ist mir einfach, ja, entgangen. Das heißt, sie hat ja auch keine Futterveränderung. Also es hat tatsächlich nur über diese Hausaufgaben, durch diese bessere Verwertung, weil der Körper anders da arbeiten konnte und eben halt auch die Organe, hat diese Stute dieses Futter, was sie gekriegt hat, verwertet und für sich wirklich in Muskulatur umgeformt. Also für mich phänomenal. Soll ich jetzt noch mal vorgehen? Jetzt darfst du vorgehen. So, also hier ist eine Zusammenfassung des Ganzen, dass man die Bilder wirklich auch mal im Vergleich sieht. Das Vorher und Nachher. Also das macht tatsächlich, ich habe dann das nachgemessen, in dem Stadium vorher, wo auch der Widerrist dann zu war und einfach keine Mobilität mehr stattfand, von dem wir eigentlich alle ausgehen, wenn die Wirbelsäule so wie sie ist, bleibt sie. Da haben wir hier einen Winkel von 30 Grad und eben 1,5 Jahre später haben wir nur noch einen Winkel von 10 Grad. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt auch auf unser Vielseitigkeitspferd gehen, sie kann ganz anders mit der Hinterhand und mit dem Becken arbeiten. Sie kann den vorderen Bereich anheben und wirklich drunter schieben und wirklich kraftvoll auch nach vorne durchdrücken. In dem Bild links ist das nicht möglich. Also da staut sich die Lende auf, aber es geht diese Energie, diese Kraft, die in der Hinterhand ja aufgebaut wird, kann nicht nach vorne durch. Und gerade wenn man jetzt über das Galoppieren dann nachdenkt, dann fallen die Pferde natürlich mit so einer Konstruktion auf die Vorhand deutlich mehr, als dass sie eben diese Vorhand anheben und weich und locker landen können. Vor allem weich und gelenksschonend. So. Also zusammenfassend kann man hier sagen, Rücken hängt eben durch, Trageerschöpfung und dann erhöht sich diese Linie und die Pferde können sogar bis zu 5 Zentimeter auch mit 12 oder 13 wachsen, weil sich dieser ganze Brustkorb, diese ganzen Bänder und die Muskeln sich einfach straffen und damit ein ganz anderes Korsett und ein Halteapparat geben. Also knochig, das Sternum war deutlich sichtbar und jetzt ist es eingebettet. Damit ist auch nicht mehr diese ganze Belastung auf diesem Brustbein hier drauf, wo das dann alles zieht und dranhängt. Muskelausprägung sehr gering und da kann man füttern, was ich will. Also in diesem Stall war es ganz lustig. Da habe ich erstmal ganz, ganz viele Regale mit Myoplast gesehen. Dann sei aber bitte nicht bei dieser Stute, weil wir müssen die erst umfunktionieren, dass sie ihren Körper benutzen kann, was sie noch nicht gemacht haben, zum Glück. Aber das wäre an den falschen Stellen angekommen. Weil ja nur das Myoplast dann arbeiten kann, wo die Muskulatur arbeitet. Und die, die nicht arbeitet, da haben wir ja schon genug davon. Ganz interessant ist vor allem auch die Atmung, ist natürlich hier auch erschwert. Und das ist eben so der Aspekt von der Vielseitigkeit. Die müssen Luft holen können, die müssen den Brustkorb weiten können. Und das geht in dem Bereich, wenn wir vielleicht noch einmal zurückspringen, bitte. Jawohl. Mit so einem Brustkorb natürlich viel, viel besser als mit diesem engen, nicht ausgebildeten Brustkorb, wie hier. Genau. Also wir haben auch gemessen,
Vor Jahren war das schon. Und zwar, wenn vom Verhältnis zu diesen 30 Grad zu den 10 Grad, dass sich auch der Brustumfang bis zu 10 Zentimeter erweitert. Und das finde ich schon massive Zahlen. Wenn man jetzt auch auf das Volumen dann das Ganze umlegt, das ist eine ganz andere Ausschöpfung da. Das nächste ist natürlich hartes, lautes Auftreten. Also bei dieser Studie war es dann eben tatsächlich so, dass die aus dieser latenten Lahmheit herauskam und jetzt eben lahmfrei ist. Und das natürlich jetzt in ihrem Bereich oder einfach ist es natürlich mega wichtig. Ja, sie braucht jetzt nicht mehr den Tierarzt, jetzt um den Schaden zu begrenzen, sondern sie kann eben ihr Pferd auch genießen und kann reiten gehen. Die Verletzungsgefahr wird deutlich geringer, weil eben diese Nerven, die ich vorher angesprochen habe, die können eben auch frei fließen und die Reflexe sind ganz, ganz andere als mit dem eingezogenen Brustkorb, wo die Reaktionen deutlich verlangsamt sind. Balance und Koordination geht damit in Einklang. Sie können sich schneller abfangen. Koordination ist auch von links und rechts, wird gleicht sich an. Also wenn wir jetzt unsere Tiffany hernehmen, die ja den kleineren und den größeren Huf hat, weitet sich der Brustkorb, der gleicht sich von oben an und dann kann es unten nachziehen, weil die Belastung auf die Beine natürlich von oben sich verändert und gleichmäßiger wird. Und was ich eben auch sehe, die mentale Verfassung ist eben halt im Allgemeinen verändert sich auch. Das heißt, entweder die Pferde stecken in sich fest oder stumpfen ab oder sie flüchten. Und da sehe ich, habe ich jetzt auch gesehen, dass eigentlich diese Pferde insgesamt gelassener werden. Also jeder in seinem Individuum, aber doch auch gerade so in den Boxen oder wenn die zu Hause sind, sind die in sich gelassener. Und damit kann auch der Körper wieder besser arbeiten. Weil wenn ich gestresst bin, verbrennt der Körper unnötig Energie, die ich ja eigentlich im Aspekt auf Vielseitigkeit ja wirklich brauche. Also da ist ja jede Energie, die mir verloren geht, ist ja, hindert mich ja an der Geschwindigkeit oder halt auch am Abdrücken. Karin, jetzt hast du uns die Hausaufgaben vorhin so schön erklärt, nämlich einmal die Massage im Trapezmuskelbereich, das Mobilisieren von unten, einmal der Bauchmuskulatur beziehungsweise des Sternums, also das Hochbringen des gesamten, ich sag mal, Schulterwiderrichtsbereichs. Ist das denn etwas, von dem du sagen würdest, ja, okay, das können wir alle mal ab und zu machen, das taugt gut? Oder sollte man das lieber nur machen, wenn man so wie du jetzt eine Diagnose gestellt, oder was heißt eine Diagnose gesehen hast, da muss Unterstützung erfolgen. Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe jetzt festgestellt, das ist eigentlich wie das morgendliche Strecken, was wir auch nicht machen, aber wir machen sollten, dass erstmal alle Kanäle aufgehen. Das wäre so einfach, aber ich packe mich da selber bei der Nase. Ich mache es auch nicht, sondern versuche dann irgendwie Übungen zu machen. Nein, das ist wirklich täglich Brot. Und wenn ich mir diese 5 Minuten nehme, dann weiß ich auch, ich kriege den Kontakt, wenn ich an der Seite am Pferd stehe. Dann kriege ich schon mal auch den ersten Eindruck, wie geht es ihm heute? Wie wenn ich ihn nur sehe, ist es ein anderes Gefühl, wenn ich nahe dran bin und ihn auf mich wirken möchte, als wenn ich ihn nur aus der Box raushole, hufe aus Grazo und Sattel. Gerade das ist wirklich was, es ist auf Turnieren ist es gut, es ist für zu Hause, dass die Pferde gesund bleiben, dass der Körper arbeiten kann, weil ich die Wirbelsäule mit den Nerven auch dort stütze, die wiederum die Organe versorgen. Also das ist täglich Brot. Das sollte wirklich zum Beginn schon fast vor dem Hufe auskratzen, bevor ich das Pferd raushole in der Box, zur Routine werden. Also es ist im Grunde genommen auch ein Teil Wellness, ein Teil Prävention, etwas, womit man einfach nichts falsch machen kann. Richtig, deswegen habe ich das auch rausgesucht. Also Prävention und dann Wellness. Okay. Weil dann kann ich mir schlichtweg einiges ersparen und vielleicht die Kurve kriegen, bevor es schlecht wird. Und kann mit dem Tierarzt etwas, die Tierarztkosten etwas ersparen oder runterdrücken. Dann haben wir hier jetzt noch mal ein Bild, was du auch noch mal uns, wo du uns schön darstellst, inwieweit sich das verändern kann.
Ja, also das sind eigentlich jetzt diese Bilder von was ich bereits mehr oder weniger erzählt habe. Hier nochmal der Vergleich wirklich von vorne und hinten. Von vorne. Und vorne? Der Vergleich. Mein Gott. Technik. Gut. Kleiner Computer, mach mit. Also November 17, März 19, 1,5 Jahre. Und dazu habe ich eben ein Bild rausgesucht, was es sehr schön zeigt, was diese Brustmuskulatur, das an dem Brustbein dranhängt, was ich da grün markiert habe, wenn es in diesen Schleifen drin hängt, wie es am Knochen eben zieht und wie ich das aktiv beeinflussen kann, indem ich eben diese Hausaufgabe mache, und die Muskulatur sich verkürzt und das Arbeiten anfängt. So, das sind diese Bilder, diese Zeichnung mit den grünen Kreisen. Die Atmung habe ich jetzt nochmal eben dargestellt, eben was das Lungenvolumen angeht. Das Zwerchfell kann arbeiten, was man jetzt auch an dem unteren Bild sieht. Hier bin ich in Aktion. Das ist meine Grundstellung, wo ich beginne. Und damit habe ich, wenn man jetzt den Bogen vom Zwerchfell nimmt, von der Zeichnung übertragen auf das Pferd unten, dann sieht man einfach, wie dieses Zwerchfell arbeiten kann und damit die Lunge zum Arbeiten bringt. Die Lunge selber arbeitet ja nicht selbstständig, sondern die wird ja über das Zwerchfell vergrößert und verkleinert. Also ich muss das Zwerchfell aktivieren, damit die Lunge einfach bessere ausschöpft, beziehungsweise unseren Körper mit Sauerstoff besser versorgen kann. Die grünen Pfeile nach oben und eben auch zur Seite, das zeigt nochmal eben diesen Umfangerweiterung und damit auch das Lungenvolumen, was sich über 10 cm eben weiten kann. Haben wir eben. Das ist ja richtig viel, gell? Ja, allerdings. Also wir waren selber ganz erstaunt, wie viel das ausmacht. Wir haben Maßband, okay, wir hatten schon gedacht, na, da tut sich irgendwas, weil die Rippen aufmachen. Aber als wir dann das Maßband genommen hatten, waren wir doch selber ziemlich baff. Jo. Und dann rattert es natürlich, was heißt das für den Sport? So. Hier durfte ich ein Pferd in Spanien kennenlernen. Diese Dame ist aus Deutschland und legt sehr, sehr viel Wert auf Dressurarbeit. Deswegen habe ich dieses Bild mit reingenommen. Hier habe ich eigentlich diese normale Kombination aus Therapie und aus Training und eben halt Dressurarbeit mit dem Gedanken an Gymnastizierung. Also ich habe selten einen Araber gesehen, der so schön ist wie dieser. Dieses Pferd ist im Zieleinlauf nach 200 Kilometern. Man kann Also sehen. nochmal für uns Dressurler, 200 Kilometer an einem Tag. Richtig. Und wie man auch an den Bodenverhältnissen sehen kann, es ist Sand. Das heißt, das ist richtig Arbeit. Nicht nur 200 Kilometer, sondern auch noch teilweise mit schwerem Geläuf. Und er guckt im Zieleinlauf, als hätte er einen Spaziergang gemacht. Und er ist auch nach wie vor, also er hatte immer, da gibt es so Tests danach, was nennt sich ein ökonomischer funktionierender Körper? Wie schnell kommen die runter von der Leistung auf unter 100 in der Herzfrequenz? Und er hat bei jedem Rennen, das dieses Pferd absolviert hat, bei dem ich dabei war, hat er immer einen Preis gewonnen. Also es ist ein Extrapreis, den die da vergeben, nicht nur für den Sieger, der als erstes reinkommt, sondern eben auch diesen für ökonomisch arbeitend von der Herzfrequenz gemessen, hat er immer den Preis gewonnen. Und das finde ich phänomenal, weil dieses Pferd hat eben auch keine Steifheiten gezeigt, auch nach dem Zieleinlauf. Klar, etwas sauer, aber nicht dieses Steife, was man sonst kennt. Und auch dieser Sport hat es verdient, dass man ihn schätzt. Was passiert, ist eine andere Geschichte, aber es ist eben möglich. Und diese Dame zeigt uns, dass es durchzuführen ist, wenn das Management passt. Jo. Karin, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Jetzt zeigt er mir hier wieder irgendwas Seltsames an. Ich hoffe, ihr fandet das spannend und interessant. Ich finde es jedes Mal wieder spannend und interessant.
Ich gehe jetzt noch mit Schnappatmung ins Bett und 200 Kilometer an einem Tag. Ja, ganz spannend, was Karin und ich gerade machen. Wir haben unser GPS dabei, wenn wir im Sandkasten reiten, Kringel reiten. Einfach mal, um herauszufinden, wie viele Kilometer macht man denn am Tag in der Halle. Das hängt natürlich von der Zeit ab, das hängt vom Tempo ab. Mach das mal. Das ist meistens viel weniger, als man glaubt und gibt ein bisschen Anreiz zu sagen, eigentlich müsste man noch ein paar mehr Kilometer auch auf dem Tacho haben, damit man den Pferden als Lauftier gerecht wird, oder? Ja, definitiv. Also auch da, wenn man das mal tatsächlich nachmisst, dann kommt dann das leider Erschreckende in die andere Richtung. Also macht das. Also ich kann es echt auch nur empfehlen, immer diese Messungen zu machen. Dann hat man, das ist einfach phänomenal. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann beteiligt euch an der Facebook-Gruppe Mut zur Strecke. Haben wir irgendwann hier mal vorgestellt, bin ich denn todesmutig rein? Da geht es um 166 Kilometer in einem halben Jahr. Das ist ehrlich gesagt nichts, ne? Also da würde die Distanzreiterin darüber sich totlachen. Aber wenn man erstmal anfängt, so die Kilometer festzuhalten, die man mit seinem Pferd zurücklegt und dann feststellt, dass man in einer Stunde Unterrichtseinheit gerade mal keine 5 Kilometer zusammenkriegt, ja. Ja, das ist schon irgendwie sehr deprimierend. Na gut, aber wir wollen ja jetzt nicht deprimierend aufhören. Wir haben jetzt vielleicht auch nicht die 200 Kilometer im Ziel vor Augen. Da würde ich sagen, da bin ich dann auch raus. Aber so ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr gucken und dann noch ein bisschen mehr deine Übungen im Hinterkopf haben, die Prävention und wohl Gefühl gleichzeitig stärken. Ich glaube, das ist eine schöne Kombination. Liebe Definitiv. Karin, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sehen und hören uns wieder an dieser Stelle, da bin ich mir ganz sicher, gell? Ja, also mich würde sehr freuen, weil ich habe da echt auch Spaß dran und arbeite das ja auch auf, dass ich einfach mit Beispielen noch zeigen kann und vor allem den Zuhörern oder Zuschauern was an die Hand geben kann, wo sie vor allem auch motiviert werden. Deswegen habe ich auch dieses rausgesucht, auch diese Übungen zu machen, weil es ist langfristig und man sieht halt nicht direkt den kurzfristigen Erfolg. Ja, die Pferde atmen durch und es geht ihnen besser. Aber wenn man dann dieses Langfristige sieht, wie bei dieser Stute aus Ungarn, dann gibt es, hoffe ich, doch einen Motivationsschub, das auch wirklich in die tägliche Praxis mit einfließen zu lassen. Und dann nochmal das Lob an alle Pferdebesitzer, die die Hausaufgaben so brav erfüllen, gell? Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ja, definitiv. Karin, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir hören und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschö. Tschüss!